Hey Leute, willkommen zurück bei Command & Conquer Generäle oder Zero Hour. Wir spielen den asiatischen Pakt. Schwierigkeitsgrad Mittel. Los geht's. Mal gucken, was uns erwartet. Ich frage mich, ob die Geschichte chronologisch hintereinander folgt oder ob die parallel geführt wird, wie sie zum Beispiel im ersten Command & Conquer geführt ist, oder? Oder auch im. Auch. Eigentlich fast allen, soweit ich weiß. Das würde mich mal interessieren. Ich hätte nicht gedacht, dass die westliche Allianz so schwach ist. Ich verstehe nicht, warum die westliche Allianz das zugelassen hat. Scheint chronologisch zu sein. Das können wir nicht dulden. Der asiatische Pakt muss etwas unternehmen. Die IBG hat uns mit dem heimtückischen Einsatz unserer Ressourcen vor aller Welt gedemütigt. Diese Verbrecher müssen für ihre Dreistigkeit bezahlen. Diese Dummköpfe denken, sie haben gewonnen. Aber sie jubeln zu früh. Jo, oh, General, Overlord. Die IBG hat die Einheiten der westlichen Allianz zurückgeschlagen. Unser Vergeltungsangriff war zwar verheerend, aber nicht effektiv genug. Gut. Die IBG baut bereits neue Gebäude. Wir müssen diese Bastarde mit unseren Truppen aus ihren Löchern treiben, um die IBG endgültig zu vernichten. Da können wir auch ein Gebäude übernehmen. Gut, ich würde mal sagen, speichern erstmal, damit, falls ich dann nochmal das wiederholen muss, nicht nochmal den ganzen Intro sehen muss. Das ist schon nervig. Nein, stopp. So. Cyberkaserne kann ruhig hier hin. Okay, wir bekommen auch Propagandazentrum, Propagandatürme. Also nichts, General, was mich stören unsere könnte. Unsere neuen Horchposten sind im Zielgebiet und warten auf ihre Befehle. Wissen, wo sie sind. Ja, die Horchposten. Die Horchposten selbst sind unbewaffnet. Allerdings feuert ihre Besatzung auf alle Feinde in Reichweite. Sie werden sehen, dass die Tarnfunktion und das enorme Sichtfeld dieser Einheiten unsere Position deutlich verbessert. So, die haben mich nicht auch getarnt. Von oben sieht der Gatling-Panzer ein bisschen strange aus. So. Ich würde fast sagen, du bekommst einen Turm. Warum haben wir jetzt drei von den Dingern? Ich hab nur jetzt. Oh Gott. Mein Gott. Haben wir irgendwo neutrale Gebäude? Sonst weiter. Hier haben wir noch mal was. Okay, da werden wir gleich mal erobern gehen später. Heißt also. Hallo, Upgrade bereits verfügbar. So, okay. Gut. Wohl auch nicht so gut. Nervt ein bisschen. Propaganda-Zentrum. Ja. Ein bisschen Vorkehrungen machen. Ich werde jetzt so umsetzen, dass hier auch noch welche mit Infanterie reinkommen. Die brauchen wir auch noch als Ziel. Nun, da wir einen neuen Stützpunkt errichtet haben, wird es Zeit, alle IBG-Einheiten in diesem Gebiet zu vernichten. Ja, können wir gerne machen. So. Dann los mal. Ich werde mal hier ein bisschen erobern. Ja. Wir wissen, wo sie sind. Hören Sie irgendwas? Okay, ihr kommt mal hier hin. Hier haben wir irgendwie. Ui, ein Panzer. Die IBG finanziert sich über diese Bohrtürme. Eine unserer Standard-Cyborgs könnte die Bohrtürme einnehmen. Vielleicht zwingen wir die IBG dadurch in die Knie. Na toll. Okay, beide hier rein, los. Ja, klar sollt ihr erobern, was für eine dumme Frage. Warum höre ich hier mehr und mehr? Ah, guck mal einer an. Ich kann sie schon hören. Protokolliert und gespielt.
So. Ich würde mal fast sagen, Overlord, komm mal mit. Ein bisschen Vorkehrung können wir schon machen. Upgrade. Platz ist mir egal, das kriegen wir doch irgendwie hin. Okay, ich würde mal fast sagen, wir bräuchten noch einen zweiten. Oder dritten. Und damit wir überhaupt mal ein bisschen das genießen können, was wir gerade machen, würde ich mal sagen. So. Die einzige wirklich. Naja, nee, die wirklich starke Infanterieeinheit haben wir schon eine andere. Gibt's hier leider nicht. Okay, dann kümmern wir uns mal kurz um was. So. Wir wissen, wo sie sind. Will ich mal ein bisschen was aufklären. Nicht, dass wir ihn jetzt hier hinschicken und dann kommen hier noch viel mehr Türme. Worauf ich keinen Bock habe. Mal kurz. Ah, hier haben wir noch was. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Fahr nicht irgendwo jetzt in ein anderes Ding rein. Wie lange brauchst du denn, um so ein kleines Ding abzuknallen? Danke. Mein Gott. Okay, damit haben wir das erledigt. So. Alle mitkommen. Runter hier. Okay, da haben wir noch einen anderen. So, erstmal hier belassen. Die kommen ja nicht irgendwie hinterher jetzt. Ja, natürlich kannst du bauen. Einheit verloren. Ah, was? Das kam dem mir entgegen. Ich weiß es nicht. Gut, wie er will. Hätte ich nicht gedacht, dass die auf immer jetzt mir entgegenkommen. Ja, ich kann mich selber reparieren ohne Probleme. Tut mir leid. Kommt denn da an? Oha. Runter. So, der kann erstmal da bleiben. Das bringt dir erstmal nichts, wenn sie das machen. So, schwarzen Napalm noch erforschen. Kommt, sind schon wieder welche, oder? Nee. Nee, bleibt mal hier im Infernalgeschütze. Du kannst mal ein bisschen zurück hier. Okay, übernehmen. Könnten wir noch maximal. Na komm schon, wie war das gewesen? Genau das. Okay. Warte mal hier runter. Achso, sorry. So, den ein bisschen vor. Ich kann ja schließlich auch unsichtbare Einheiten sehen. Deswegen, ich finde die Einheit hier nicht so dolle. Ehrlich gesagt. Dadurch, dass du Propagandazentrum hast und sowas, halt mal Propagandatürme. Und Overlord mit Propagandatürmen, die können eh alle unsichtbaren Einheiten sehen. So, jetzt können wir. Die haben zwar keine große Sichtweite, aber reicht das. So, erstmal hier durch. Kommst du hier nicht logisch? Du schaffst ja auch keine Reichweite oder was? Maximal bis hierhin. Lass mal hier rum herumfahren. Okay, hier bekommen wir wenigstens noch ein bisschen Ressourcen. Okay, da, wir haben keine Webzentrum, das ist ein bisschen blöd. Da sparen wir noch ein bisschen. Okay.
So, jetzt müssen wir mal gucken, ob hier nicht zwischendurch noch irgendwelche Sachen gebaut worden sind. Irgendwelche Sprengtonnen. Oh, wie süß. Okay, übernehmen. Oh, ja, nervig sein. Nervig ist nervig. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. So. Okay, wir sind noch Stufe 2. Das interessiert mich soweit erstmal noch nicht ganz. Okay. Erstmal hinlatschen. Und Übernahme. So, ihr könnt auch mal hier hinlatschen. Und von oben kommen wieder welche. Da würde ich fast wagen, mal kurz abzufangen. Sonst wollen die meine Türme zerstören. Meine dumme Frage, warum greifst du an? Du sollst nicht bewachen, habe ich nicht gesagt. Gedanke. Deswegen, das ist so wieder so eine geniale Sache. Diese eigene Sache zu zerstören, finde ich auch nicht so prickelnd. Danke. Okay. Machen wir das mal. So. Haben wir wenigstens noch ein bisschen was gebaut als Verteidigung von der Seite aus. So, ihr könnt leider nicht euer Bonus genießen. Da haben wir aber welche mit Bonus. Okay. Das ist ein E-Wetter nach oben später. Macht er schon ein Upgrade? Ja. So, von der Seite aus mal ein bisschen verteidigen. Upgrade verfügbar. So. Lass mal den Overlord vor, damit dann wenigstens die unsichtbaren Einheiten sehen können. Und der hier muss sich dauernd aufklappen, damit er überhaupt was sehen kann. Das ist noch nerviger. So, haben wir die hier von, da haben wir nochmal die Kanone. So. Schon wieder so eine Einheit hier, die mich nervt. Sprengfalle. So, erstmal hier hinten hin. General, die EBG hat in der Stadt mehrere Gebäude besetzt. Vielleicht können Sie die verschanzten Einheiten mit Drachenpanzern neutralisieren. Das haben sie nicht besetzt, wa? Jetzt dachte ich gerade, jetzt haben sie das besetzt. Ja, verschanzte Einheiten machen wir mal simpel mit Drachenpanzer. Das wäre kein Problem. Und Booms! Ah, I love it. Okay, da kommen welche noch an. Deine Aufgabe, Overlord. Ich kann überrollen. So. Ja, da sind ein paar Verschanzte. Hier ist ein Raketentrooper drin. Wow. So, auch mal gleich die Ressourcen mitnehmen. Oh. Ja, irgendwie werden wir uns schon kümmern jetzt. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Jetzt haben wir mal was Schönes. So, Bombenteppich. Ja. Okay,
Einfach weil ich kann. So. Einheit verloren. So. Das Witzige mit dem kommt ja noch. Ah, siehst du, dann haben wir schon wieder. Ah, zurück. Ich mag den. Zack. Ist der echt nochmal weiter ein bisschen vorgefahren? Welche Einheit haben wir jetzt diesmal verloren? Wir haben schon eine ganze Weile Einheiten verloren. Komm, noch ein bisschen. Ach, wurde das schon zerstört? So. Ah, die Ressourcen haben wir nicht mehr. Okay, du holst es mal. Kannst du mal hier hingehen, falls dann irgendwie doch Sprengfässer sind. Glaube ich zwar eher weniger. Also eigentlich glaube ich schon, dass das Sprengfässer sind. Würde Sinn machen, aber... Die würden eigentlich dadurch schon explodiert worden sein. Ach komm, hier noch ein Bombenteppich. Okay, und... Müssen wir den Weg hier unten überprüfen. Einfach aus der Lust heraus. Okay, und ich würde noch sagen, wir haben ja von drei. Einer kann mit mir mitkommen. Die laufen ja schon ordentlich hier lang. Oder hier, komm rüber. Und den werden wir doch vorher platt machen. Falls doch ein Spinzenkanister in der Nähe ist. Einheit verloren. Die Flugeinheit gewesen sein, die wir verloren haben. Oh. Reparier mal. Ja, ist nicht ganz die perfekte Absicherung, aber ganz ehrlich. Guck mal. Hab's auch schon ganz ordentlich gemacht. Ein bisschen weit entfernt, aber in Sicherheit. Einheit verloren. Wenn wir sagen würden, wo die Einheiten verliere, dann würde es kein Problem sein für mich. Böse! Oha. So, du beeilst dich mal. Nix da, meine Herren. Ich bekomme auch noch dadurch natürlich Reparationen. Ah, noch mehr Irrbildfilme und Panzer, die ich einnehmen könnte. Naja, ich weiß nicht. Gut, wie war es nochmal? So, so, so. Ich weiß jetzt nicht, von wo die Gegner kommen, das ist die Sache. Stand. Ich wiederhole, Stand unter Beschuss. Ja, besetzt das Gebäude. Lasst uns bauen.
Okay, rein mit dir. So, rein mit euch. Also eigentlich kommen die weiter mit ihrer Sache, aber gut, wenn sie nicht wollen, dann wollen sie nicht. So. Mit den jetzt schon wieder als Gegner? Schon wieder. Aber eigentlich könnte man auch die Infernalgeschütze ein bisschen hier was machen. Wisst ihr was? Greift mal hier an. Sorry. Musste mal sein. So, und du fährst mal hier runter und reparierst. Ich find's immer bescheuert, wenn die hier so hochfahren und reparieren. Habe ich noch gar nicht abgeschlossen? Nee, anscheinend. Hier habe ich dran, zwei von denen, heißt jetzt drei von denen. Und rein. Und hier auch nochmal das Upgrade. Gut, Leute. Ich von hier her und kommt immer. Einheit verloren. Und von wo habe ich schon die Einheit verloren? Wooms! Alles. Okay, meine Leute, wir würden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.